Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hoxhair. Wir sind ja mitten im Gefecht. Und wir sind schon ziemlich kaputt und wir müssen noch ziemlich mehr zerstören. Bestätigt, greife an. Da unsere Arbeitskollegen irgendwie nicht so. Von dieser Frisur. Sam war noch. Rakete von. Achtung, der Feind hat sie erfasst. Hoppala. Das fängt er gut an. Eieiei. Wir müssen uns da was Besseres überlegen, aber das habe ich gleich in der letzten Folge schon eins. Checkpoint laden, ja. Vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen unsere Dings schicken. Unsere Kumpels. Dass die mal ein bisschen was machen. Pardon, die haben sie auf dem Schirm. Sam, kommt, ausweichen! Super, Rakete zerstört. So. Dann fliegen wir mal ein Stück. So. Und dann drehen wir um ganz langsam. Und hoch. Ach, Scheibe. Aber echt, jetzt greift mal an. Ich werde mich mal ein bisschen zurückziehen. Off-Modus. Ja, da kann ich ziemlich abschalten, ne? Strömungsabriss, genau. Hol mir in der Zwischenzeit den äußeren da, hm? Gut geführt, Thunder 5-1. Haben ein paar von den Artemis-Fregatten erledigt. Danke für die Deckung, Flug Ryden. Verstanden, kein Thunder Problem. 5-1. Druck aufrecht erhalten. So. Dann nochmal Richtung Boden, so. Schön knapp. Waffe aufgeschaltet. Captain meldet Foxkill. Das ist eindeutig die beste Methode. Am Boden entlang schwimmen. Der Fregattenverband hat schweren Schaden. Reitenführer, decken Sie uns, während wir den Rest erledigen. Flug, Reitern bestätigt. Greifen Jäger an. Schön gemütlich wieder. Das Wichtigste ist auch, dass wir runterkommen. Ziel erfasst. So. Raketeneinschlag, guter Schuss. Prüfe Waffe. Das Feindschiff treibt tot im Wasser. Gute Arbeit. Danke, danke. Ich habe auch eine neue Technik entwickelt. So, wieder runter vom Gas. Bestätigt.
zerstört. Ja, ja. Wir haben nämlich Fregattenverband, wurde fast zerstört. Bringt es zu Ende. Auf Wandern. Sehen direkte Treffer auf dem Artemis-Träger. Weiter so. Beiden Führer bestätigt. So. Wir setzen unseren Angriff fort. Wir haben zwar nur mehr 24 Leben, aber jetzt haben wir es dann gleich. Hier, wir haben ihn. Der Artemis-Träger ist erledigt. So, ist nur mehr ein Kreuzer. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Warm Thunder, es ist unsere Pflicht, unsere Heimat zu verteidigen. Artemis würde sich überlegen, ob sie unser Gebiet wieder verletzen. Sehr schön. Zurück zum Flottenverband. Alle Artemis-Schiffe wurden entweder versenkt oder ziehen sich Richtung Süden zurück. Ui. Die Einfahrt zur Bucht ist frei. Wir haben alle Schiffe versenkt. Die Regierung informiert, dass die japanische Marine sich um die Überlebenden kümmert, was uns die sofortige Abreise in die Staaten ermöglicht. Sehr gut. Zu Hause kommt in die kritische Phase. Unsere Truppen rücken gerade auf Norfolk vor und wir müssen helfen, die Westküste abzusichern. Glauben Sie mir, der Kampf hat gerade erst begonnen. Na toll. Anders, Sie haben Landeerlaubnis auf der Jensen. Reitenführer, wir schulden Ihnen was. Ohne Sie und das Können Ihrer Piloten hätten wir niemals gewonnen. Es war eine Ehre, an Ihrer Seite zu kämpfen, Schwarm Thunder. Viel Glück und gute Jagd. Vielen Dank, Raiden. Jackson, hier Schwarm Thunder. Wir kommen nach Hause. Sauber geschossen, Raiden. Feindflieger zerstört. Juhu. Mit etwas Überzug, aber gut, ich sagte doch, wir kommen zu den härteren Dingen. Ja, ja, ja. F-117 haben wir geschaltet und die F-5E, okay. Dann machen wir natürlich noch eine weitere Mission. Wir sind erst bei 22 vielleicht Minuten als Restzeit. Operation Backhand. In Chicago haben wir einen wichtigen Sieg errungen und sind nun in der Lage, unsere Truppen zu koordinieren und den Feind unsererseits anzugreifen. Die Marinebasis von Norfolk wurde in den früheren Phasen des Angriffs besetzt und es ist essentiell, dass wir diese Basis unverzüglich zurückerobern. Hätte ich auch gesagt, 6% Jagdflieger, 84% Bodentruppen, 10% Luftverteidigung, na bumm. Einige Stunden später. Willkommen zurück, Captain. Ich fürchte, Sie müssen wieder starten, sobald Ihr Vogel neu betankt wurde. Die Lage ist wie folgt. Nach dem Ausschalten der Störung bekommen wir langsam einen besseren Überblick über Artemis' Angriff. Die Situation ist sogar noch schlimmer als befürchtet. Es gab Luftangriffe oder Überfälle auf die meisten großen US-Militärbasen im ganzen Land. Wie Sie wahrscheinlich wissen werden, war der Marinestützpunkt Norfolk Hauptangriffsziel und wir fürchten, dass die Verteidigung der Basis überrannt wurde. Im letzten Funkspruch, den wir empfangen haben, sprach der Kommandant der Basis von schweren Luft- und Bodenangriffen. Wir müssen annehmen, dass Artemis die Kontrolle über die Basis erlangt hat. Wir müssen Norfolk zurückerobern. Die Basis ist das wichtigste Lager für die Atomwaffen unserer Atlantikflotte. Wir sammeln alle verfügbaren Truppen, inklusive der NATO-Verstärkungen und des Trägerverbandes Andrew Jackson aus dem Pazifik, um am Angriff teilzunehmen. Norfolk verfügt über eine extensive Verteidigung, unter anderem hochmoderne Raketensysteme. Sie werden eine Reihe von schwierigen Luftangriffen fliegen, um die Küstenverteidigung auszuschalten und den amphibischen Sturmtruppen die Landung zu ermöglichen. Sobald die Marines gelandet sind, müssen sie den Angriffstruppen Luftunterstützung geben, bis sie ihre Ziele erreicht haben. Wir dürfen keinesfalls versagen, Captain. Viel Glück und gute Jagd. Auf den Fall. Ups, leider bin ich auf den falschen Knopf gekommen. So. Ui. Ah, der ist so langsam hart. YF eigentlich schon. Gucken wir mal. Nee. Okay, dann bleiben wir halt bei der. Ach so, nee. Nicht bei der. Sondern bei der empfohlenen. Bei der. Alte Schwede. Die schnellste ist sie nicht, aber sehr für Bodenkampf ausgerichtet, Chase Strike und Freifahrbomben. Okay. Damit kann man leben, denke ich. Sollte man was damit machen können. Schwarm Hawks, hier ist Commander Bo. Die Missionsuhr läuft und die Marines bereiten den Sturm auf den Strand vor.
Oi, Das Verteidigungsnetzwerk entlang der Küste wird von drei befestigten Zentren gesteuert. Die müssen wir ausschalten, bevor die Sturmtruppen den Strand erreichen. Das Problem ist, dass die Küste von Flakbatterien und modernsten SAM-Stellungen verteidigt wird. Die SAM-Raketen sind äußerst agil und selbst gegen Tarnkappenflieger einsetzbar. Zum Glück haben wir ein paar Updates für das DRS, die Ihnen erlauben, einen Ausweichkurs durch das SAM-Netz zu fliegen. Wir laden Ihnen neue Algorithmen hoch, sobald Sie zum nächsten Ziel übergehen. Aha. Hallo, Captain Crenshaw. ERS. Wir laden jetzt den ersten Ausweichkurs hoch. Sie müssen mit Ihrem Flieger im ERS-Fenster bleiben, um nicht von einer SAM getroffen zu werden. Es gibt keinen Fehlerspielraum. Sie sollten jetzt einen Ausweichkurs auf dem Display sehen. Ja, gleich. Wenn Sie das erste Zentrum ausgeschaltet haben, laden wir den zweiten Kurs hoch. Okay. Dann starten wir mal hin zu dem. Die Wingmänner sollen in Verteidigung bleiben. Ist einfacher. Ziel aufgeschaltet. Enhanced Reality System on. ERS Tiefflugmodus aktiviert. Alles schöne. Den leichtesten Vogel haben wir nicht gerade von der Steuerung her. Aber gut. Sie sind der Tunnelschwarmführer, bleiben Sie konzentriert. Ich bleib natürlich konzentriert. Circa 1-2 Minuten sind wir da ganz unterwegs. Rakete 5. Ach, ist ja lustig. Rakete 5. Ruhig bleiben, Ortsführer, Sie nähern sich dem Ziel. Rakete 5. Alter, ist das irritierend. Sie müssen das Ziel jeden Augenblick sehen. Rakete 5. Rakete 5. Rakete 5. Rakete 5. Rakete 5. Das ist brutal. Seit dem Golfkrieg habe ich so eine Schlacht nicht mehr erlebt. Oi, 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 oi. Rakete 5. Rakete 5. Geh mal davon aus, wir ziehen da. Ziemlich gerade rein. Rakete 5. Rakete 5. Unterschuss, sehr gut. Ziel zerstört. Rakete 5. Rakete 5. Oh, ja, ja, ja. Rakete 5. Rakete 5. Na komm. Rakete 5. Rakete 5. Rakete 5. Rakete 5. Rakete für mich, Rakete für mich. Okay. Na bumm, jetzt können wir uns die holen. Was, wie gesagt, mit diesem Fluggerät nicht gerade einfach mit. Ein Abschluss für den Schirmischlafhorst. Gute Teamarbeit. ERS Download vollständig. Oh, okay. Upload für den zweiten Kurs abgeschlossen. Sie können Ihren Angriff nun beginnen. Man geht direkt voraus. Aber erst gleich. Rakete vermieden. Wenn wir nicht los sind. Ziel in Schussweite. Sie wurden erfasst, Schwarmführer. Empfehle ein Ausweichmanöver. Okay, Ausweichmanöver. Rakete vermieden. Flughafen ist auf. Halleluja. Roger, Ziel gefunden. Es tut mal was. Der nervt. Warte, der ist eine Tuschkörper losgeworfen. So, jetzt aber. Nach vorne und
So, jetzt. Enhanced Reality System on. ERS-Tiefflugmodus aktiviert. Citadel, wir starten jetzt den Anflug. Oh je, je. Rakete von. Rakete von. Rakete von. Ich glaube, das werden wir noch relativ oft machen heute. Rakete von. Rakete von. Eineinhalb Minuten noch, dann sind wir beim Ziel. Schauen wir lieber nicht auf die Höhe. Danke, danke. Eine Minute noch. Sekunden. Sehr schön. Ein Ziel ist dann noch, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Alter, warum zieht der jetzt auf einmal so blöd? So blöd herum, wollte ich sagen. So. Fantastisch, Cap. Das hat gesessen. Wir laden jetzt den Kurs zum dritten Ziel hoch. Der Datentransfer wird etwa 30 Sekunden dauern, wie letztes Mal. Halt dir, Citadel. Auf für weitere Banditen im Anflug. Kurs 270. Verstanden. Beginnen nun den Angriff. Na komm. Sie wurden erfasst, Schwarmführer. Empfehle ein Ausweichmanöver. Ausgewichen. Ich bin ja zum Glück nicht allein hier. Verstanden. Alter Schwede. ERS-Download vollständig. Upload beendet. Sie können jetzt das dritte Kommandozentrum angreifen. So. Danke. Ach, shit. Die haben einen Banditen am Heck. Rakete im Anflug ausweichen. Die Rakete hat sie verloren. Äußer, äußer, äußer. So ein, Sack ist noch. Banditen nähert sich von hinten. Das war knapp. Ja, das war der Sinn der Sache. So ja knapp aussehen. Ziel wurde erfasst. Flügelmann landet einen weiteren Abschuss. So. Enhanced Reality System on. ERS-Tiefflugmodus. Ob da vom Gas. Und alte Schwede. Ganz schön lange, wenn wir jetzt für den Anflug brauchen. Aber gut, ich habe es auch relativ früh aktiviert, ne? Sie sind im Tunnel, Schwarmführer. Bleiben Sie konzentriert. Ich bin immer konzentriert. Aber ja, wir hätten das vielleicht öfters nutzen sollen, dass er ist. Oh ja. Ja, in eineinhalb Minuten sehe ich das Ziel. Eine Minute noch hat die. Hat man ja schon. Oh, weiter geht's. Und jetzt gleich kommen wir von unten.
Ja, von oben drauf. Rakete verloren. Sie haben das Ziel erreicht. Feuer frei. Rakete verloren. Guter Schuss. Rakete sehr gut. Von. Ziel zerstört. Jo. Rakete verloren. Navigationshalt. Das war's. Hervorragend, Schwarmrox. Das Verteidigungsnetz fährt runter. Das SAM-Netzwerk ist jetzt offline. Sie können frei manövrieren. Die Marines starten gleich ihren Angriff, also geben sie ihnen alle mögliche Hilfe. Okay. Einsatzleitung an Victor 36. Grünes Licht, grünes Licht. Amphibischen Angriff beginnen. Victor 36 bestätigt, Sir. Fliegen jetzt zum Strand. An alle Einheiten hier Boden. Finalen Angriff beginnen. Wiederhole. Finalen Angriff beginnen. Gegner nach Ermessen angreifen und zerstören. Roger, Sir. Sie greifen jetzt an. Es ist wesentlich, dass Sie den Marines Luftunterstützung bieten. Sie müssen die Basis unbedingt erreichen. Wir haben nur diesen Versuch kennen. Für einen zweiten Angriff haben wir nicht genügend Truppen. Also passen Sie auf, dass die Jungs durchkommen. Hier, Victor 36! Steckt hier fest! Fordere sofortige Luftunterstützung an! Da, die kommen jetzt als nächstes. So. Am besten natürlich so viele wie möglich. Alter, ist der schwach. Das Maschinchen hier langsam. So. Glücklicherweise halten die Bomben ja, was sie versprechen. So einen haben wir natürlich mit einzelnen Raketen runter, das wäre sonst ein wenig überflüssig. Da holen wir den Bomberman raus. So. Wie gesagt, so viel wie möglich. Jetzt. Sehr schön. Hier, Victor 36. Wir nähern uns kontinuierlich dem Ziel. Na, das passt doch. Der Widerstand bricht zusammen. Wir rücken auf das Ziel vor. Waffe abgeworfen. Immer schön warten. Hahaha. So, schön gemütlich wieder umgedreht. Okay. Danke. Tor, was ist das? Jawohl, dann dreh mal ein. Ich muss sofort Commander Boden sprechen. Boden hört. Was gibt es? Sir, wir haben den Kommandostand der Basis eingenommen und viele Gefangene befreit. Juhu. Darunter auch Admiral Waters. Norfolk gehört uns. Exzellente Neuigkeiten, Victor 36. Gut gemacht. Sir, darum geht es aber nicht. Admiral Waters berichtet, dass ein Artemis-Kommando in das Nuklearlager der Basis eingedrungen ist und fast ein Dutzend Sprengköpfe entwendet hat. Oh mein Gott. Wann genau ist das passiert? Vor etwa 6 Stunden, Sir. Der Admiral glaubt, sie seien verlassen und mit LKWs abtransportiert worden. Nuklear. Sprengköpfe sind natürlich nicht das Beste. Gute Arbeit. Sichern Sie den Rest der Basis und sammeln Sie alle Informationen. Ich muss sofort den Präsidenten informieren. Juhu.
Mission erfolgreich. Inhalt wird gespeichert. So. Wie viele Punkte haben wir? Ich will mehr Flugzeuge. EF 2000. Ja. Okay. Dann machen wir diesmal eine bisschen kürzere Episode. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann.